Feuerbach gegen 1.30 Uhr entdeckt worden und in der Folge ist ein Großaufgebot der Feuerwehr mit 100 Mann angerückt. Als die Feuerwehr eintraf, brannte die Fabrik- und Lagerhalle der Schreinerei bereits lichterloh. Diese Halle ist dann auch trotz des massiven Einsatzes der Feuerwehrleute komplett abgebrannt. Den Löschmannschaften ist es glücklicherweise gelungen, ein Übergreifen des Feuers auf andere Gebäude zu verhindern. Inzwischen ist nicht auszuschließen, dass bei diesem Feuer ein Millionenschaden entstanden ist. Verletzte hat es glücklicherweise nicht gegeben. Die weiteren Ermittlungen führt jetzt die Kriminalpolizei Würzburg.